Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein ganz kurzes und knappes Video für euch, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr Cashewmilch selber machen könnt. Das funktioniert auch mit, ich glaube, fast allen anderen Nüssen. Also ich glaube, mit allen anderen Nüssen ist halt die Frage, wie gut das schmeckt. Aber Cashewmilch ist halt saugeil. Ich habe auch schon mal Walnussmilch gemacht. Die war halt vom Geschmack super pikant dann, aber hat mit Kakao auch total lecker geschmeckt. Und Cashewmilch ist so ziemlich, finde ich, das Leckerste, was man sich an Milch so als Alternative machen kann, weil die nicht so wie Mandel, ich finde Mandel hat schon wieder einen ziemlich starken Eigengeschmack, zwar finde ich einen leckeren, aber wenn man den nicht mag, ist das doof und ich finde eine Cashew, weiß ich nicht, die hat so nicht so einen dollen, schlimmen Eigengeschmack und ich finde, gerade als ich mir mal einen Kakao gemacht habe, habe ich das auch meinem Freund und das Freund kosten lassen, die haben beide gesagt, dass das echt recht ähnlich an Kuhmilch rankommt. Also wenn ihr bis jetzt noch keine gefunden habt, würde ich das einfach mal probieren und gucken, ob euch das schmeckt. Ihr braucht dazu nur drei einfache Sachen. Cashews, Wasser und einen halbwegs funktionierenden Mixer. Ach, und ein Wäschenetz. Das sind vier. Aber das sind so vier Sachen, wo ich sage, das Wäschenetz kann man sich im Laden kaufen. Ein Mixer hat man eigentlich meistens schon zu Hause. Es sollte jetzt nicht vielleicht so ein 10-Euro-Mixer sein oder 20. Ich habe jetzt einen, der hat, glaube ich, 65 gekostet oder so. Ich kann euch den unten rein verlinken. Ist jetzt auch kein Kenwood oder Vitamix oder so, aber funktioniert dafür trotzdem super. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie man das macht. Als erstes brauchen wir 150 Gramm Cashewkerne. Die müssen unbehandelt sein, also einfach nur geschält. Kein Salz dran, nicht geröstet oder so, sondern einfach Cashewkerne. Diese habe ich, wie ihr sehen könnt, in ein großes Glas gegeben und komplett mit normal lauwarmem Wasser übergossen und die für 3 Stunden einweichen lassen. Und dann wird das Wasser, was hier drin ist, komplett abgegossen und die Cashews kommen ohne das Wasser in den Mixer. Dann kommen dazu ungefähr 800 Milliliter Wasser. Naja, das sind so zwischen 700 und 800. Und dann wird der Mixer angestellt und das muss richtig, richtig ordentlich durchmixen auf höchster Stufe. Dann geht's los. Und wie ihr sehen könnt, ist das jetzt auch schon eigentlich fast die fertige Milch. Jetzt nehmt ihr euch euer Gefäß. Zum Beispiel hier diesen Messbecher nehme ich immer. Da rein kommt dann eigentlich es gibt extra so eine Beutel oder so, was die man für die Küche benutzt eigentlich, um Dinge zu sieben. So eine richtig feinen. Ich nehme da immer so einen Wäschesack. Also das ist halt ein neuer, den nehme ich halt immer jetzt nur für die Nussmilch, wenn ich die mache. Aber die müsst ihr halt auch dann regelmäßig austauschen. Das packt ihr dann hier rein und dann kippt ihr euer Gemisch da rein. Und dann wird es gut ausgedrückt, dass halt keine Stückchen drin sind. So, und jetzt haben wir dann auch unsere 800 Liter, das Rest hier oben ist ein bisschen Schaum noch, 800 Milliliter Milch. Und die könnt ihr jetzt in ein Gefäß füllen. Ja, und so einfach ist das auch schon. Und das Coole ist halt, also ihr habt die halt dann, ich habe jetzt hier 800 Milliliter, die solltet ihr auch schon so wirklich innerhalb von, ich glaube, 2-3 Tagen aufbrauchen. Also viel länger würde ich das nicht stehen lassen. Einfach, weil das natürlich total natürlich ist, weil nichts weiter drin ist und jetzt keine irgendwie Stoffe, die da helfen, dass es nicht so schnell schlecht wird. Und wenn ihr das im Kühlschrank stellt, dann passt, ist das sowieso besser. Also nicht irgendwie warm stehen lassen, macht es im Kühlschrank, dann hält es bestimmt auch 3 Tage. Und was ich dann festgestellt habe, wenn man das halt stehen lässt, manchmal setze ich das Wasser so komplett ab, dass man halt hier sieht, oh Wasser oder hier Nuss und einfach wirklich in so ein Gefäß machen, richtig ordentlich durchschütteln und dann habt ihr eure super Milch und die sieht halt auch, also das finde ich halt so voll faszinierend, ne? Dass ihr, egal welche Nuss ihr nehmt und die losmixt, die wird halt einfach voll weiß, ne? Das ist halt voll faszinierend. Ich finde das total cool, dass man sich so einfach seinen Milchersatz selber machen kann und so schnell. Ich weiß auch, dass es nicht das neueste Video ist. Es gibt tausende Videos dazu. Ich dachte gerade, für neue Veganer ist es eine coole Sache, dass man das jetzt hier auf meinem Kanal auch nochmal sieht, dass man das so machen kann, weil ich meine, das haben schon so viele Leute gemacht. Aber nicht alles, wenn man das danach nicht sucht, dann findet man ja auch nicht immer alles. Deshalb habe ich jetzt ein Video gemacht, wie ich Cashewmilch selber mache
Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, passt super gut auf euch auf und ich werde mir jetzt einen Kakao genehmigen. Ja, ciao!